Ja. Ich hab da jetzt einen anderen Skin, hä? Was denn? Ich kann aber auch, weil ich vorher mich nochmal gelevelt habe. Ich kann aber auch diesen Skin nehmen. Das ist sexistisch. Okay, jetzt haben wir. Wenn du das sagst. Lila oder gelb? Hä? Lila oder gelb? Was? Mir egal. Welchen denn du nicht trinkst? Ich trinke beide. Was ist gelb? Tropical. Ich habe noch nie gelb getrunken. Dankeschön. Ich habe noch nie gelbes Red Bull getrunken. Martin? Ja. Ah nee, du, das ist zu wenig, scheiße. Ich will ein Skinpack haben, was 1800 kostet. Und dieses Pack ist ganz oben. Ja. Max, du Scheiß drauf. Ich war, der ist voll geil eigentlich das. Tüf tüf. Tüf tüf. Ja, da können mal Randoms mitfahren so. Mann, ich will das Skinpack haben. Was ist Tanztherapie? What the fuck? Mama hat eine Heizung bekommen. Ich habe leider kein Geld mehr. Martin in seiner Prime, ich merk schon. Ich will Zauberwürfel haben. 200, mir fehlen noch 100. Mir fehlen 100. Betrug! Eine Runde Fortnite spielen, ich hab das. Ach ja, ich hab mir ja gestern aus Versehen einen Tanz gekauft. Den ich eigentlich dir schenken wollte, weil du den Battle Pass nicht hast auf deinem Hauptaccount. Dann hat mich Max noch ausgelacht, weil ich mir aus in den Tanz gekauft. Ja, warte. Da. Ich wollte den dir eigentlich schenken, hab's aber dann fett verkackt. Ich hab ihn mir dann selber gekauft, aus was. Ich brauche noch so viel V-Max für den Scheiß. Oh ja, Tamam, übertreib! Martin, wenn du das jetzt nicht ausmachst, Digga, schuldest du mir das Pack. Was? Was? Ja, ich bin gerade mal Seite 3 und ich habe davon schon alle V-Bucks. Und bis ich die, mal ganz ehrlich, Digga, bis ich die 1000 habe, Digga, ist es weg. Weil das Pack gibt's nur noch bis gibt's nur noch heute. Och, halt die Schnauze, ey. Ich wollte das schon mal haben. Schnauze, ich frage Max bestimmt nicht. Das ist halt wieder so langweilig. Warum soll ich überhaupt noch Max fragen? Jetzt mal ganz, ne? Du denkst auch nur du, dass ich den nach irgendwas frage.
Ja, denkst auch nur du, dass ich dir nach irgendwas frag? Nee. Bestimmt nicht. Wie sehe ich denn aus? Der würde mir einen Cent geben und das war's. Und vor allem, wie kommst du jetzt auf John? Martin? Wie kommst du jetzt auf John? Ach du Scheiße, Mann! Max? Hm? Das ist immer von meiner Schwester, riecht nach einem Pferdestall, Mann. Fuck. Geil, Digga. Sollen die dieses Jahr wieder kommen, Digga, ne, alle. Da kommt Frankfurt und Deutschland, alle. Ja, selber schuld, Alter. Ja, ganz ehrlich, wenn Leute so dumm sind, sich als Killer-Account verkleiden, muss man damit rechnen. Rechnen, sorry. Ja, wenn du möchtest. Ja, Digga, du musst dir mal vorstellen, es gibt Kinder, die haben vielleicht übelst Schiss vor solchen Clowns, wegen irgendwelchen Horror, mächtigen Horrorfilmen, ja, Digga. Ja, ich sehe das. Ich habe richtig Schiss vor denen. Ich habe auch Schiss vor Clowns. Ich würde einfach auch easy abstechen. Wenn ich schwöre. Also, da hat man aber auch wirklich. Ja. Ich würde mich als Maske verkleiden, den entführen und sagen, wo sind die Bohnen? Ich würde mir einen Taser bauen, Alter. Dafür würde ich das machen, mir einen Taser zu bauen. Nur dafür. Ja, nur so einen fetten Taser, Digga, der gefühlt dein Herz stehen ist. Ja. Ich hab ne Minigun im Rucksack. Ich hab ne Minigun. Den Minigun im Rucksack, Digga. Jeder Kellerclown hat Respekt vor dir. Hm. Oh yeah. Gratis Wodka. Oh yeah. Hey Maxi. Maxi. Ei, ei. Weißt du, was witzig ist? Ei, ei. Wenn ich die Tiere gehäutet hab, ne? Ei, ei. Schmeiß ich die einfach auf den Jagdwagen. Ei, ei. Und verkaufe ich die.
Das geht. Das finde ich echt witzig. Ohne mich verkauft. Max, weiß, was auch witzig ist, wenn du mir ein Pack holst. Spaß. Spaß, Spaß unter Kollegen und Freunden. Nur weil du es verkackt hast. Du hast es doch verkackt. Nicht wir. Max hat's auch hingekriegt. Ja, ne? Das würde mir ziemlich stinken, Martin. Ah. Das Wasser ist. Digga, jetzt hebt diesen scheiß Hasen auf, ja? Gib Gummi! Selina, kannst du Max deine Playstation klauen? Wie? Ja, wenn du ihn besuchst oder als er dich besucht. Wie soll ich zu Max? Soll ich jetzt 15 Tage zu Fuß laufen oder was? Es sind gefühlt 2 Grad morgens draußen. Du denkst auch, ich laufe da jetzt zu Max, Alter, bei minus 2 Grad gefühlt. Ich muss übermorgen nach Hannover, Mann. Oder? Ja, und? Wo, in der Nähe von Hannover. Ja, ich habe auch keinen Bock. Und ich muss meinen scheiß Geburtstag planen, Digga. Was willst du von mir? Wann hast du Geburtstag? Ja, im Dezember. Geburtstag ist doch schön. Ich muss den Geburtstag. Guck mal, meine Mom hat bald Geburtstag. Mein Cousin hat bald Geburtstag. Ich hab bald Geburtstag. Tamam, wohin damit? Ich hab eine Stimme, Lina, wenn ich nicht weiß, wie alt meine wie Ding hier, wenn meine Mutter Geburtstag hat. Also ich Digga, das weiß, was ist da? Das ist ein weirdes Gefühl. Also ja, ich das weiß. Wissen? Ich weiß ja nicht mal, wie alt mein Vater ist. Ah, mein Vater ist 50. Der ist irgendwas mit 50, 53 oder so, 54. Kann ich mir gut merken. Meine Mom ist, glaube ich. Hallo. Die ist 10 Jahre jünger, das heißt. Und heute das Vieh. 42? Was denn, wie alt ist deine Mutter? 42 circa. Ja, mein Dad irgendwas Richtung 60, meine Mom Anfang 40 so. Ja, bei mir auch so. Bei mir, meine Mutter ist so, glaube ich, 43 oder 42. Und meine Tata ist irgendwas mit 60, Digga. Wollte ich das schon sagen, ist der Jagdwagen nicht voll? Digga, mein Vater ist einfach. Mein Vater ist einfach komplett weiße Haare schon hier, Digga. Maxi, kommst du auch oder nicht? Sag mal, wart doch mal ab, du Pedo! Nee, du hast mir was geschrieben und seitdem weiß ich nicht, dass du. Ah, dein Jagdwagen hat nicht genug Platz, um diesen. Kadaver zu lagern, ja. Das ist natürlich scheiße. Max, ich erwarte auf eine Einladung. Ich erwarte eine Einladung, aber hast du ja nicht gemacht, du Pedo. Ja, du sagst mir auch nicht, ob du kommst oder nicht, ja? Nein, ich kann nicht. Wenn ich dir schon schreibe, dass Red Dead kommen soll, nein, dann kommt auch nicht in der Arbeit. Nee. Was für Vandalismus? Ich hab gegen eine Tür geschossen, aber ich bekomme Strafe Vandalismus. Oh, ich bin. Also nein, da bin ich so gestorben, das ist nicht fair. Du, das Auto macht gleich Bumm, ne? Max, wenn du wüsstest, wie ich gestorben bin, Digga. Ach so, das Pferd überlebt einen Schuss, okay, komm an. Max, ich bin vom Dach runtergesprungen, ich bin in eine Zaunklatsche, ich habe das überlebt. Ich bin 1 Zentimeter vom Zaun runtergefallen, ich bin gestorben. Ja, normal. Das ist wieder Red Dead, dumm. Wenn du hoch runterfällst... Da war doch eine Tanke. ...kaum Schaden, aber wenn du 1 Meter runterfällst, tot. Direkt tot. Ich würde es einfach mal sagen... Martin, glaubst du, man kann Red Dead RP machen? Natürlich kann man Red Dead RP machen, hä? Ja, man kann keine Dings, keine geschlossene Lobby öffnen. Nein, ich meine auch auf der. Ich meine auf der Playstation. Digga, spend doch den einfach alles, ja?
Ich bin unterwegs. Schrei das Ding ja nicht an, Mann, die Arme. Lecker, lecker. Ey, Maxi, das Ding ist gleich voll. Ja, wie? Was für ein Ding, das hört sich sass an, Mann. Mein Lager, Junge. Dein Lager? Ja, wegen mir. Wenn das weitergeht, ist mein Lager gleich full. Er muss verarbeiten. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich mir 10 Gold ranhole, Mann. Was? Ich muss irgendwie gucken, dass ich mir 10 Gold ranhole. Für was? Für diese Scheiße, die du was machst. Ach so, willst du sie auch haben? Hm. Was machst du? Das ist die einzige Aufgabe, die ich wirklich habe. Das kostet 15 Gold, ja? Hast du so viel? Nee, 10 Gold. Ey, bei mir ist das immer 15. Was ist denn das immer? Verarsch mich immer! So, jetzt muss ich noch zum Schlachter und dann können wir weiterjagen oder Geld machen. Ja los! Beeil dich, dickes Pferd! Digga, der soll seine scheiß Hüten in die Bewegung setzen, ja? Jetzt darf ich erstmal wieder nicht zu dieser komischen Frau, weil die mich sonst wieder mit dem komischen Parfüm anspringt. Mann! Oh nein! Ich hab die ja vollkommen vergessen. Mann! Dann krieg ich wieder auf die Fresse. Max! Ja? Hast du 1800 V-Bucks? Nee. Ich war's! Du kriegst gerne mal nichts geschenkt. Wenn er mir den schenkt, dann mir den Battle Pass, Mann. Deine Mutter schenke ich was, ja? Weißt du, wie scheiße selten dieser scheiß Skin in diesem scheiß Shop ist? Richtig scheiße Hallo. Selten. Machst du jetzt auch mal Platz, du kleiner Dreckiger? Trainer, welcher Mann. Skin denn? Ja, da gibt's so ein Skinpack, Digga. Das ist voll Hallo. Geil und das kostet halt 1,8, weil die ja, Skins nicht einzeln im Shop sind. Kann ich mir sagen, was da so Martin, kommt mir, ich soll John fragen, Digga. Das Einzige, was John mir gibt, ist eine Nackenschelle und ein Cent. Nina, was und ich frag Skin, halt einfach. Was sind da für Skins drin, beschreib. Meinst du dem Skinpack? Ja, wie sieht das aus? Da sind halt zwei Skins drin in Schwarz-Weiß und Reaktiv von Schwarz auf Weiß. Das Ding ist, die gab's schon mal im Shop vor 1-2 Jahren. Und das Problem ist, ab dem Zeitpunkt hat mir 50 V-Bucks gefüllt und als ich die dann hatte, war das schon weg. Ich hab mich gescampt gefühlt. Nur gut, dass ich mir nie was hole im Shop. Und da ich momentan keine Karten kriege, ist ein bisschen kritisch, deswegen frage ich immer andere. Auch wenn ich eigentlich nie möchte, dass mir irgendwer jemand was holt, weil ich mich so schuldig fühle, um dann einen Drang zu haben, den das zurückzugeben. Gefühlt, Max, müsste ich schon gefühlt ein Tausender geben? Was? Ja, ich müsste dir schon gefühlt so ein Tausender Alter, geben, Alter, ganz ehrlich. Ich muss Max irgendwie 100 Euro zurückgeben. Na, ich müsste John 30 zurückgeben, so. Das Ding ist nur, Max 30, dann nochmal 50 gefühlt, ja, ein Tausender haut hin. Das Ding ist so, ich habe ihn, bevor er mir die Karte gegeben hat, die 50, er hat aber noch gesagt, dass ich ihm wenn schon nichts zurückzahlen werde, wenn er es haben will. Und das hat mir es trotzdem gegeben. Digga, als ob ich das Geld wieder haben will, ja? Und dann haben wir davon einmal Breakpoint und Dings. Digga, ich hol mir von jemand anderes das Geld wieder, keine Angst. Esel, was hast du gestartet? Ich hab grad ein Tier erschossen, Mann. Der schaffte perfekt. Ja, hättest du mir das gesagt? Funktioniert doch nicht. Mein Gott, er hat den Geschützturm gemacht, du Esel! Ich hasse Leute, die mit diesem Geschützturm durch die Welt reisen. Weil du kannst dagegen nichts machen, Mann. Lina, Mann, ey, was ist denn Max? Dieses Teil ist kacke. Nerv nicht. Was ich meine? Ey, ich hab so eine Chromwaffe. Och, Digga. Och, Digga. Max.
Die sieht aus, als wenn ich von der Türkei stammt, Digga. Die sieht aus wie eine was. Juhu. Okay, 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 Digga, guck mal, wie gemein. Da ist ein lila Huhn! Okay! Das nehme ich doch gerne. Man könnte meinen, richtig schönes Mädchen, richtiges Mädchen, und wenn man so die Geschichte von der kennt, Digga, dass sie irgendwelche, dass sie gefesselte Männer mit einer MG abschießt, Digga. Oh, what the fuck? Ja, egal. Die hat irgendwie 5 Männer gefesselt, die mit einem MG alle abgeschossen, mein Gott. Stark. Günther, was tust du? Sag mal, Günther, wo bleibst ja, du? Ja, dann hör doch auf, ja? Gib mir nicht auf den Sack, ich schreib gerade was. Mit wem weil denn? Das wichtig ist, mit deiner Mama, Junge. Meine Mutter ist gerade am Kochen. Mit deiner Mama. Du behindert bist, Alter, Junge, das war auch nur ein Scherz, ja? Schreibst du wieder mit Amazon, dass du einen 20er haben kannst oder was? Ey, nochmal ein Sturmgewehr für mich. Ich frag, ob ich so gratis Sachen bekomme zum Ausprobieren. Ja, diese gratis Unterhose von Nullmann oder was? Nein! Behinderte! Max, die ganz interessant hier. Ey, Digga, Max hat in der Lootball-Zeit ja so eine Unterhose. Trägst du die überhaupt? Ja, echt? Alter, Bruder, siehst du aus? Digga, ich brauche einfach nur diese ganzen Umsonst-Dinger nicht, also brauche ich die einfach auf, Alter. Anstatt du hast dir eine Unterhose gekauft? Ich habe auch noch drei gratis bekommen. Ich habe auch noch 3 Gutscheine bei Lootboy davon, Digga. Ja, ach Digga, so. Und dann musst du 9 Euro dafür zahlen, Alter, damit du weiter weg davon kriegst. Ach so. Ich krieg den verdammten Elo, mein Gott. Ja, den hab ich auch 5-mal abgeknallt. Ey, du Fotzenkopf, komm her. Hast du sie? Nein. Digga, siehst du aus, als ob ich sie hab, Mann? Ja. Denkst du, würde ich immer noch auf den scheiß Penner rumballern? Ja. Ist das die da oder was? Ich weiß Potze. Halt nicht, wer der ist. Ich hab Angst, dass ich das Ziel umlege. Wird dir angezeigt. Geh mal rein dann, ne? Hallo. Ja, mach das. Guten Tag! Hauptkommissar Ronny, mein Name. Hab sie! Oh, Bruder! Ich bin down. Jetzt direkt mit meinem Gear auf mich gehalten. Ey, Kollege, ich könnte Hilfe gebrauchen. Obwohl, warte mal, ich gebe einfach auf. Martin, hast... Ich sitze in diesem gepanzerten Scheißding, ja? Digga, wie soll mir den knacken, Mann? Ich hab keine Leute dabei. Ich bin mit dabei, richtig ein Arbeitsmänner hier. Oh. Erstmal in Deckung gehen und erstmal alle hinter uns ausschalten, das ist das Wichtigste. Ich hab gleich alle, Max, und das ist mit einer Revolver warm. Okay. Bruder, bei mir kommen halt einfach welche, ja? Okay. Na, die hab ich schon. Bei mir trifft Verstärkung ein, Maxi. Oh Gott! Du Scheiße! Ich bin bei der Alten drin. Ich prügel sie gerade raus. Boah, Max, Digga. Hoppala. Ich bin bei der Alten drin. Achtung, sie läuft! Ja. Ah, ich krieg sie. Ah, komm her. Krieg sie nicht. Die ist zu schnell. Kann ein Mädchen zu schnell sein. Hast du sie? Ja. Oder muss Big Papo kommen? Ich hab sie, die ist gefesselt. Hast du auch ein schweres Lasso? Ich hab nur das schwere Lasso. Dann ist ja gut.
Soll ich dich schon mal wegbringen? Hast du ein Pferd? Nein, ich hab kein Pferd, dann trigger mir ein Pferd. Wenn du das schon auf dein Pferd hast, dann ja, Digga. Dann los, gerne, hopp, hopp. So, du alter Mann. Packen bei mir drauf. Profi, Digga. Schnell die weggehen. Ah, Pferdeunfall. Oh, ich habe keine Sturmgewehrmunition. Das ist nicht gut. Warte, ich nehme sie mit. Ich nehme die alte mit. Nimm du sie lieber. Komm her, du alte Tappi. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich bin jetzt ab sofort mit Pump unterwegs. Sehe ich mich. Los, los, auf dein Pferd, yalla, yalla, yalla. Hopp, 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 hopp. Ah, knall auf die, knall auf die, knall auf die, knall auf die. Halt die Fresse, ja. Alte Schachtel, Alter. Maxi? Bitte sag das, Muni, bitte sag das, Muni. Ich brauch Hilfe. Ich bin noch Muni. Unterwegs. Die knallen auf mein Pferd schon so langsam, das wird echt hart. Ich Hallo. Kannst du einmal vom Pferd knallen? Ich dich ab. Schieß noch einmal und du triffst mein Pferd knall ich dich ab, habe ich dir gesagt. Ja. Dann geht man sein Pferd die ganze Zeit putzen, bis es freundlicher wird. Das ist Maximum Level, Max. Das maximale Level, was ich hab. Nein, du kannst dein Pferd noch mehr Ausdauer geben, Digga. Naja. Jetzt reicht's mir, Kollege. Kollege Schmierhose. Ich treffe ihn nicht. Digga, nimm einfach deine doppelläufige Revolver und knall beide ab. Mach das einfach so, wie du sonst auch immer machst. Warum habe ich meine Schrotflinte auch nicht ausgerüstet? Mein Gott. Weiß nicht warum. Die habe ich einfach nicht aus. Hallo! Kollege? Keine Ahnung, ja. Ich bin angekommen. Rex Bastard, Digga. Ist die Frau tot? Nein, die lebt immer noch, die Olle, die hat befreit, Digga. Was für, du hast ein verstecktes Lasso, ja? Ja, sie ist verstecktes Lasso. Ja, anscheinend ja nicht, weil sie konnte sich einfach easy befreien. Hier. Schlumpf, ja. Verstärktes Lasso. Fesseln. Ah, ich hab doch noch Dynamit. Was hast du? Ich hab noch Donners Dynamit. Ich hab verstecktes Lasso und noch eine Bola. Ja, dann hast du sie vielleicht mit dem falschen Lasso gefesselt, kann ich auch sagen. Ich hab immer nur. Nein, du hast zwei, Digga. Ja, das normale, aber. Ja, dann hast du sie vielleicht aus Versehen mit dem normalen passiert, weil. Nein, ich hab doch echt drauf. Ja, bei mir ist es aber so, dass meins bei mir dicker ist und deins bei mir übelst dünn war. Ja, das war richtig. Gestern hat man es auch gesehen, die ich einfach bei dir weggemacht habe, die eine da. Ja, aber die befreien sich, die können sich ja durch dieses verstärkte Lasso nicht so schnell befreien. Ja, aber sie können es. Wenn man hier 5 Jahre wohin reiten muss, weil das Game einen nach Arsch der Welt reiten will. Ja, Arsch der Welt ist es jetzt nun nicht, ne? Das war ja der schnellste Punkt. Moin. Nur du musst ja auch die ganze Zeit die ganzen scheiß Schießereien mitrechnen. Ja. Hallo Pferd, bleibst du jetzt mal stehen, du Drecksvieh? So haben sie das denn? Von wo? Ach du Scheiße. Ja, ich weiß auch. Was denn Scheiße? Ja, da war ein Typ. Max, du hast wirklich die geilste Antwort der Welt bekommen, Digga. Ich hab den ja auch nicht gesehen. Was ein Lina, Max hat dich was gefragt. Was? Ich hab's nicht gehört. Was hab ich für eine Antwort bekommen? Gar keine. Ich hab ihn ja... Grad nicht gesagt. Hä? Ja, du hast irgendwas gesagt? So Selina und Martin? Hab ich gar nicht, hä? Bist du Binder? Okay, ich bin verwirrt. Ich bin selber verwirrt. Ich hab eine Spitzhacke bekommen. Welche denn? Die Renegade-Spitzhacke? Ja, so eine rote Spitzhacke, weil ich die Aufträge hab.
Oh, die Renegade. Ich hab. Die wollte ich haben, Selina. Soll ich mal ein Bild reinschicken? Von, ja. Von die ich hab. Hen. Ja. Ja, siehst du? Ja, sie hat wirklich die Renegade mit Hacke in Lava vom Digga oder Feuerform. Ja, Maxi, wir machen halt Missionen, ne? Und verbringen keine Zeit in anderen Games. Sag mal, ich hab auch ganz voll gespielt, aber das Ding ist, dass ich keinen Freund hatte, mit dem ich das spielen soll. Ich weiß. Aber mit wem soll ich denn Fortnite spielen? Der einzige, mit dem ich heute Fortnite spiele, ist Lina. Ja, wir sind doch auch gerade noch in Fortnite. Oh, ich hätte mir den auch holen können. Ich will trotzdem den letzten Skin im Battle Pass. Darauf werde ich jetzt geil. Ja, weil dein scheiß Fett im Weg ist. Nee, mein Fett ist nicht im Weg. Halt die Fresse. Spider-Girl. Na klar. Nein, bitte nicht. Was ist das? Hast du was angenommen? Spider-Girl. Ja, ich hab dir was angenommen. Wieso? Puh, ja. Ich hasse es, Bobaka. Ja, Maxi, ich kann aber keine andere Mission annehmen, du Idiot. Wo ist denn der? No, ich ging. Wo bin ich? Oh, der ist aber im See, Mann. Na, einfach der Verlagen geht schon. Wetter nicht verfügbar. Was für Wetter nicht verfügbar? Boah, Junge, ich hab 75% vom Ausdauerrad meines Felles voll, Digga. Das ist Max, das ist Stufe 4 von 4, Mann. Der schöne Pablo. Max, ich hab mal so eine andere Frage. Ja. Wo ist dein Balken ungefähr? Über meine Karte. Bruder, ich will wissen, wo dein Balken ungefähr ist bei dem bei deinem Pferd, ja? 75% so. Hm. 75%? Ja. Bist du dir sicher? 4 von 4, ja. Mir fehlt halt noch die Reste. Und dein Herz bei deinem Pferd? Auch so 75, aber 75. Ja, genau, und die beiden kannst du leveln, obwohl dein Pferd auf 4 ist mit dem Ding. Je länger du reitest und so, und je mehr deine Ausdauer verbraucht wird, so umso besser kann dein Pferd leveln eigentlich. So, boah, Junge, ich krieg diesen Pferdegeruch nicht mal von der Nase, Digga. Pferdegeruch? Ja, meine Schwester, die hat ja so. Die hat ach ja, und wenn du L3 drückst, dann dann berührst du dein Pferd und dann kriegt das mehr Ausdauer wieder so ein bisschen. Das wollte ich jetzt sagen, ich hab vergessen. Ah, mein Pferd, meine Schwester hat 3 Kaninchen. Und wenn die das nicht so macht, dann stinkt ihr Zimmer so fett nach Pferd, Digga. Ich weiß nicht, wie viel. Ich muss sagen, sehr interessante Gespräche, die man hier raushört in den Partys. Ne? Echt cool, ne? Och, ja, jetzt sind bei mir Wölfe. Ich weiß nicht wo. Schalt dir einfach die Fahrer aus. Die Fahrer? Ja, die da oben drauf sitzen, du Idiot. So, beide sind tot und erlebt. Ja. Aua! Ach, da ist noch einer. Ach, Kacke, Digga. Ach, Max, ist das schon wieder eine Sie? Ja. Ach, komm, Digga. Sieht echt hässlich aus. Hat ihr euch mit dem Selina? Ja, man kann mal ruhig die Pferde ab und den Typen. Lars, schießt in die Frau weg. Du behindert, also, ich hab nichts gegen Frauen. Aber die sieht echt hässlich aus. Da hätten sie ja mal ein bisschen schöner machen können, dafür, dass ihr Kopfgeld hat. Mensch, da jag ich irgend so eine komische Prostituierte hinterher, so gefühlt, ja?
da ist der Panzerwagen, sehen wir nicht. Digga, was für Panzerwagen? Ja, mit der MG hinten. Du hast jetzt, du willst jetzt ernsthaft nicht den... Ja! Der mit der... Du willst ihn jetzt nicht ernsthaft klauen, oder? Doch! Wenn ich den Möglichkeit habe, da ist ein MG hinten drauf, Mann, natürlich. So, und jetzt, yalla, yalla, hopp, hopp. Digga! Aber ich, das Teil hat nicht gepanzert, das ist einfach nur eine Kutsche, also ja, Jagdwagen. Ja, ich weiß, hättest du eben das andere nehmen müssen. Einfach nur zweimal nur ein Jagdwagen mit einer MG hinten, Digga. Ja, der andere mit der MG, mit dem MG-Wagen, der war echt cool, aber du hast halt auch einfach direkt in die Fresse gekriegt, wenn du Digga angelaufen bist. Digga, die steht da auf einmal, ich will da hinlaufen, ne? Um sie da rauszuziehen. Ich werd einfach umgeschossen direkt. Hä, was sind das für Teile? Mein Pferd verfolgt mich. Was? Hilfe, ich hab mein Pferd verfolgt. Ich hab einen Hasen überfahren. Du hast einen Hasen überfahren? Ja. Digga, lass doch mal die armen Hasen in Ruhe, ja? Dafür kann ich nicht. Was haben sie dir getan? Ich kann doch nichts dafür, wenn die Frau. Ja. Also ich habe auf jeden Fall einen Hasen geholt und ich glaube ja. Ich glaube, dass der Hase tot ist. Bei mir läuft dann so ein Wiesel entlang. Warum muss ich jetzt an diesen Meme denken, Max? Wo ist Hasi? Weiß ich doch nicht. Ah, ne, Digga. Warum wird mir jetzt angezeigt, dass da. Ach so, die Frau wird mir als Gegner angezeigt. Kein Wunder, ist geil. Auf meiner Karte wird ganz halt ein Gegner angezeigt. Denk mir so, hä? Ja, das liegt daran, dass du so weit weg bist von mir. Ja. Deswegen wird dir die komische Dame als Gegner angezeigt. Übelst chillig, wie man so schnell levelt, Alter. Mein Finger fällt weg ab. Der hat kurz anbinden. Habt ihr zwei auch noch Lust auf Fortnite? Nee, gerade nicht so. Keine Ahnung. Dann spiele ich entweder Red Dead oder Rainbow. 105 Dollar! Okay, ja. Ich hab einfach bin schon wieder fast Level 16. Von 29 Dollar einfach auf 105. Maxi, wie viel Geld hast du bekommen? 117 Dollar, Digga. Ich will noch 50 Dollar. 11 Dollar. Ich hab 12 Dollar bekommen. Zusätzlich. Der Rückwärtsgang von dem Pferd geht nicht. Da ist so ein Tresor, oder was ist das? Ich weiß gar nicht. Ist da auch so ein Tresor drin? Der Rückwärtsgang des Pferdes. Ich steh fest. Weißt du, mit welcher Taste? Boah, mein Gott, jetzt hört man was. Ich muss ganz kurz die anderen beiden stimmen, Alter. Na ja, eben. Kann das gar nicht abhaben, Digga, wenn du in einer Party bist und immer alles das andere spielen und dann übelst rumschreien. Könnte ich nicht. Erschreck mich nicht so! Ja. Ich hab schon lange kein Bauen mehr gezockt, Digga. Ich muss mich daran erstmal wieder mies gewöhnen.
Höchst interessant. Ich bin gerade mies runtergeflogen. Ist hier überhaupt ein? Das war knapp. Ich habe das mit 33 HP überlebt, obwohl der Typ mich zweimal getroffen hat. Hä? Tut mir sorry. Nein! Oh, wobei, die Waffe kann ich gerne nehmen. Jetzt habe ich die falsche Waffe. Naja, da war unten. Ist aber schon offen. Hab ich aufgeschlossen gerade. Ich hab auch noch Schlüssel gehabt. Eine goldene Sniper. Nehmen wir. Jo. Bin unterwegs. Diese Mucke. Vorne sind Leute. Ich hab den so getroffen.
Das ist so ein Schiff am Wasser. Einfach auf die Karre schießen, die macht dann eh bald Wumm. Hab ihn. Das war eine gute Runde. Hängekleider bekommen. Geil. Was ist heute mit meinem Fortnite lustiger? Ich höre die ganze Zeit so einen Klick-Sound im Hintergrund bei mir. Ja. Das geht seitdem ich auf dieser Map war, aber so. Ja, es ist bestimmt mega lustig. Battle Pass Seite 4 freigeschaltet. Ah, stark. Stark. Hm.
Tschüss. Ist das Chrom? Achso, das sieht zu Chrom aus. Passt aber irgendwie ein bisschen zu Map, aber ich würde das andere nehmen. Tschüss. Also daran kann ich mich null erinnern. Also ich nicht, ne? Wow. Ich bin begeistert von mir. Seth und Lena. Von diesen Dorrooms hier. Das Ende war voll weird. Ich sag ja nichts, ich hab nur gesagt, das war voll weird. Ich spoiler dich nicht, beruhig dich. Ich hab dich nicht gespoilert. Aber ich würde das Spiel selber gerne mal wieder durchspielen. Jetzt wird Hendo reingeguckt. Ja. Das ging schnell. Ach komm, Digga. Warum hat Max verlassen? Max hat die Birdie verlassen. Maxi! Sag mal, habt ihr mich gestummt? Ja, Digga, weißt du, warum wir dich gestummt haben? Warum wir euch gestummt haben? Keine Information weiter. Nein, wir haben euch gestummt, Digga, weil wir am Fortnite-Spiel sind und übelstens konzentrieren mussten, um die Runde nicht zu verkacken.
Und das halt übelst laut war, weil Max da die ganze Zeit rumschreit wegen Max seinem scheiß Red Dead. Max hat einen Durchfall bekommen. Echt jetzt? Nein, der muss aber morgens aufstehen, deswegen geht er jetzt YouTube schauen. Ein bisschen, das wäre jetzt so witzig gewesen, ne? Ich hoffe immer, ich hoffe jeden Tag, dass Max so fetten Durchfall kriegt. Boah, Verstopfungen, die sind viel schlimmer, glaub mir. Digga. Weil Max hat ja einmal so einen rohen Burger gegessen, so einen rohen fetten Burger. Ich und ihr haben gehofft, dass er so fetten Durchfall bekommt. Boah, wie kann man rohen... Selina, Max und ich haben... Selina, ich und Max haben eine Wette gemacht, wo ihr das auch dabei war. Wenn Max wegen diesem Fertigburger Durchfall bekommt, schenkt er uns, glaube ich, den Battlepass den nächsten. Selina? Max kann mir mal hier Dings kaufen, Skinpack, Alter. Die Sau. Aber leider hat er keinen Durchfall bekommen. Oder Max, er hat kann mir mal keine Ahnung. Wenn Max einfach gegangen ist, ohne was zu sagen, soll er mir jetzt das Skinpack kaufen. Er hat doch gesagt. Ja, ich habe ihn ja gestimmt, so, weil weil er einfach rumschreit wie so nur ein Sohn. Dafür kannst du, aber das kann er aber nicht. Doch, wenn er so rumschreit, Alter. Er ist halt ein pubertäres Kind. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Muss nicht sein. Boah, so ein Kopfschuss, der da. Durchs Auge. Boah. Mann, ich muss jetzt Chatcap machen, weil ich irgendwie die Kacke verstehe. Für Fortnite-Mission. Warte mal, habe ich nicht Red Dead auf dem zweiten Account?